Willkommen zurück bei Dark Souls, liebe Freunde. Und nachdem wir letzte Folge den Skilljump ja äußerst souverän und überzeugend hinbekommen haben, traue ich mich, diese Folge direkt zu Beginn wieder hier diesen Skilljump zu machen. Ja, in der Hoffnung, dass das hier genauso gut klappt wie in der letzten Folge. Schlimmer kann es ja nicht werden. Ring der Lebensrettung habe ich noch an. Gut, dann kann ja hier auch nicht schief gehen. So, ich übe das mal kurz. Hier vorne, wo es dunkler wird, möchte ich bitte links abbiegen. Und dann bitte bei dem Loot landen. Bitte. Ja, das war doch souverän. Große Seele und rote Egelpastillen. Hat sich zwar jetzt nicht wirklich gelohnt. Und es stellt sich die Frage, wie hier wäre, je wieder wegkommen. Ey, wisst ihr was, liebe Freunde? Ich weiß, wie wir hier wegkommen. Mit der Homebone Airline. Das funktioniert immer. Und souverän. So, knatter uns mal bitte zum Leuchtfeuer, aber fix. Ich möchte nie abstürzen. Oh, und von hier aus machen wir uns jetzt mal weiter Richtung des lustigen Schmiedes und mal gucken, ob wir da die Glut abgeben können. Und hier habe ich einen Tipp bekommen. Ja, da wäre ich nicht selbst drauf gekommen, weil ich da noch nicht wusste, dass es so viele Fackelelemente in diesem Spiel gibt. Man muss hier dieses Dingsy-Bumsy anzünden, damit der Schmied die Position wechselt und die Kiste da hinten freigibt, dass man die looten kann. Wie gesagt, da wäre ich nicht drauf gekommen, dass die Fackeln hier so wichtig sind. Aber das ist nicht nur gimmicky und Licht machen, sondern sie haben tatsächlich, also mit sie meine ich FromSoft, Elemente eingebaut, um die Fackeln wichtig zu machen. Und sage ich einmal, yay, danke für den Tipp mit der Fackel. Wie gesagt, da wäre ich nicht selbst drauf gekommen. Und dann können wir uns hier einmal die Kiste einkisten und mal reingucken, was da drin ist. Handwerkerhammer und glitzerndes Titanit. Ja gut, das glitzernde Titanit ist natürlich nicht schlecht. So, jetzt schnacken wir mal mit dem. Flynn, I smell flame upon you. I'm MacDuff the blacksmith. All I want is a little flame. So, hand that ember to me. Ja, das ist wirklich die Glut, die er haben will. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Jo, gib dir die mal. What a marvelous ember. You've got stones, I pray. Give me stones and I'll fortify your gear. So, Meisterhand MacDuff. Was hat der Gute denn? Schild, 100 Absorb, ist nicht ganz falsch. Bastardschwert, Großarsch, Uchikatana, Sense, Flügellanze, Langbogen, leichte Armbrust, der Langbogen. Ja, aber ich habe ja meinen schon angefangen aufzuwerten. Jetzt ist er natürlich hier schlechter, aber von Beginn an wäre er natürlich besser gewesen wahrscheinlich. Naja, hätte Fahrradkette. Jetzt kaufe ich mir den auch nicht mehr. Oh, der hat Eisenpfeile, nicht im Limited Supply. Das müssen wir uns merken, dass wir uns hier die besseren Pfeile kaufen können. Reparaturpool und große Titanitscherben, nicht im Limited Supply. Ja, das ist doch mal eine Bombennachricht. Das ist doch gar nicht mal falsch. Dann können wir damit nämlich auch hier weiter lustig aufwerten. Da kaufe ich direkt auch mal 4 Stück. 2 habe ich, 6 brauche ich, denn ich habe das Claymore bereits auf plus 3 und muss es jetzt noch auf plus 6 bringen. Und die Brocken dafür habe ich ja dann wieder. Die haben wir ja in dem Glockenhütereid durch... Was? Durchdrungen? Durchdringung? Was? Was ist das denn? Ach, hier kann ich die Waffen mit irgendwie welchen... Steinchen da. Blitzsteinchen. Mitternachtstein, Giftstein. Kann ich hier zu irgendwelchen Elementwaffen basteln? Ach, verstehe. So, jetzt aber erstmal hier zum Claymore. Mach mal fertig. Ja, dann machen wir hier Stufe 4 natürlich auch, beziehungsweise auf 5. Und jetzt machen wir das Ganze noch mit den letzten 3 großen, die wir haben, auf Stufe 6, wenn wir den Seelen hätten. Ja, wir haben nur keine Seelen. Ach, das ist ja schon wieder scheiße. Wieso haben wir keine Seelen? Was ist denn da kaputt? Dann muss ich mal ganz kurz hier bitte irgendwo mal Seelen produzieren. So, mach mal fertig. Ja, mach mal gleich alle. Ja, das wird doch nicht reichen. Da muss ich doch bestimmt hier nochmal ein paar benutzen. Ja, komm, mach mal hier 2. Ja, das könnte reichen. Will die ja noch das Claymore danach noch auf 9 bringen. So, Verstärker mir doch bitte meine Claymore. Wo ist denn mein Claymore? Da.
Ja, passt. Dann machen wir hier fertig. So, 26 Brocken haben wir ja noch. Muss ich jedes Mal drüber schmunzeln, ey. Alter, wie einfach es war, die eigentlich zu farmen. Echt immer. Bin gespannt, ob sie das irgendwann nerven. So, auf 10 mache ich es genau wie das Bastardschwert, aber nicht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich dauerhaft damit spielen will. Wie rar die Schollen in diesem Spiel sind, das muss ich erst noch mal ein bisschen beobachten. Das können wir irgendwann noch mal machen. Gut, dann haben wir das auch. So, hier habe ich jetzt noch den... Ja, wir können jetzt erstmal das Claymore anlegen. Ja, macht sogar ein bisschen mehr Bonusschaden, obwohl es die gleiche Skalierung hat. Verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Und packen mal den Lebensrettenring weg und packen dafür, ja, mach mal Ring der Wiederherstellung. Wie gesagt, irgendwann muss ich auch mal den Leo-Ring testen. Und dann werde ich den wahrscheinlich reintun für den Wiederherstellungsring. Aber wie gesagt, das muss ich mir nochmal überlegen und muss ich auch mal ein bisschen rumtesten, wie das dann mit dem Claymore genau funktioniert und dem Ring. Gut, und jetzt müssen wir zu dem versteinerten Moped-Mann. Wo war der denn? Da kamen wir am besten über das Portal-Moped. Ne, das war hier gar nicht. Das war doch schon das nächste Gebiet. Sünderhügel war das doch, oder? Hieß das Moped-Fink? Vieh? Da, ja, ich glaube, da musste man ein Stückchen zurücklaufen, aber das war der schnellste Weg dahin. Da musste man nicht durch das halbe Level. Ach ja. Und hier ist schon wieder die Armbrustbolzenpolizei. Direkt mal 3 lustige Damen vom Grill. Also wer sich das Leuchtfeuer ausgedacht hat mit dem Kackenmobs hier. Alter Schwede, ey. Ich glaube, die werde ich irgendwann auch einfach mal wegfahren. Die gehen einem ja tierisch auf den Sack. So. Oh, wobei mir einfällt, hier haben wir ja auch noch gar nicht weitergeguckt. Da ging es ja anscheinend mit diesem Fahrstuhl da in der Mitte weiter runter hier mit dem Moped, ne? Da waren wir ja auch noch gar nicht. Alter Schwede, noch ein Weg, ey. 1000 Wege. Und alle führen nirgendwo hin. Ja, keine Ahnung, das muss ich mir auch dann nochmal überlegen, wann wir denn mal da hingucken. Ja, machen wir erstmal hier den Captain Schwertschwinger, Mann. Ach, der droppt sogar was. Eine alltägliche Frucht. Ja, Gesundheit ist immer wichtig, damit er ja nicht an Skorbut erkrankt. Vitamin C-Mangel kann schlecht für die Zähne sein. Ach, hier sind wieder die lustigen Taliban-Bomber. Oh Gott, die habe ich ja gefressen hier, die Moped-Männer. Stirb mal, bevor du mich hier wieder in die Luft sprengst. So, hier sieht's aber ruhig aus. Dann können wir uns hier oben nochmal umschauen. Da waren ja auch nochmal Dutzende von diesen Bombern. Einfach mal Suicide-Bomber. Silence! I kill you! Alter Schwede, ey. Ein Glück, dass die hier nicht alle kommen. Das könnte ein bisschen haarig werden, wenn die wirklich alle mal losplöppen. Alter, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Alter, Mann, oh Meter. Und die machen halt diesen versteinern Debuff. Oh Gott. Ey, die Mobs und ich werden keine Freunde. Können wir denn die Zelle hier eventuell auch aufmachen? Jo, können wir. Mit dem Festungsschlüssel. Lol, haben wir letztes Mal gar nicht gemacht. Ach, da liegt auch Loot. Versteinerter Drachenknochen und Feuerbombe. Ja dann. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, sieht nicht so aus. Dann gucken wir mal hier raus. Da ist einfach nur... Hä? Ein Loch? Ach, da kommt man dann zurück auf die Brücke. Ach so, damit man hier vom Leuchtfeuer hier reinrennen kann und da runterspringen kann. Und die Bombe eigentlich wegbomben oder was, dass man die nicht jedes Mal machen muss. So eine Art Shortcut oder was? Ja, ansonsten wüsste ich nicht, wofür das Ding hier sein soll. Ja, super. Dann holen wir da mal unseren Duftzweig raus und bewedeln mal hier den Typ. Mal gucken, wer das ist. Ja, er lebt aber anscheinend wieder. Genau wie Rosabeth. Ach, er bleibt in der Zelle. Ja, dann. Wer bist du denn? Dann machen wir erstmal hier ganz fix mal Leuchtefeuer an. Und dann reden wir mal mit dir. Strayed, a wandering sorcerer of sorts. I've been a guest for
for a very long time. But I don't think that anybody will miss me. Very good. Very good indeed. Cursed one, weak you may be, but I, Strayed, will teach you my spells. Strayed aus Olafis, okay. Erhöht Intelligenz, verlängert Zaubereffekte. Stellt TP und Zaubereinsätze. Ach du Scheiße, ja, er ist wirklich so ein Wutschen- und Wedeln-Lehrer. Ja, er hat ja hier eine ganze Menge. Zauber, Wunder, Pyromancies und Hexereien. Alter, 40 Int. Die haben doch echt gelitten, ey. Oh, wir können hier eine Verhöhen-Geste lernen. Das ist ja auch schon mal nicht falsch. Was können wir denn hier handeln? Ach, hier können wir die Boss-Seelen eintauschen. Ja, lol. Und da gibt's Schilde für Seele, Verfolger, Drachenreiter, Verfolger, Dänwache, Drachenreiter, Unheilskönigin, Seele des letzten Riesen, Dänwache, Habsucht, Drachenreiter, ach du Scheiße. Oh, hier gibt's einen Bogen. Oh, der sieht gar nicht schlecht aus, mit Magie und physischen Schaden. Der ist eventuell interessant. So, was gibt's hier noch? Ach, und Zaubersprüche gibt's auch. Ja, die müssen wir uns ja für die Trophy irgendwann dann holen, für die Ruinenwächterseele, die ist dann schon mal geblockt. Keine Ahnung, ob es da nachher noch mehr gibt. Wir haben ja wahrscheinlich auch noch nicht alle Bosse besiegt, aber hier wird man dann irgendwie traden können. Man braucht also kein Rolling mehr, wie aus dem ersten Teil. Sondern gibt anscheinend nur noch die Seele ab und zahlt ein bisschen was. Ja, aber die scheinen alle keine passiven Effekte zu haben. Das ist ein bisschen schade. Long enough for the old kingdom to have crumbled, I see. Why didn't anyone wake me sooner? Drang Lake. I've never heard the name. Is that what they call this place now? Very good. Very good indeed. The cursed ones were imprisoned within this land. Of course, you came of your own free will. The people feared the cursed ones like a plague. Some people would rather keep dreadful things out of sight, out of mind. In the end, they swept them up and corralled them here. So very typical of meek minds, don't you think? Once people became aware of their own frailty, they seized anybody they found undesirable, cursed or no, and impounded them here. Whoever posed even the slightest threat was removed, all so that they could sleep better at night. They even turned the great Strayed into a stone. Many kingdoms rose and fell on this tract of earth. Mine was by no means the first. Anything that has a beginning also has an end. No flame, however brilliant, does not one day splutter and fade. But then, from the ashes, the flame reignites and a new kingdom is born, sporting a new face. It is all a curse. And it is your cursed flesh that will inherit the flame. Pyromancy was created by the ancient Witch of Fire. She harnessed the power of flame and melded it into
to pyromancy. The witch led her daughters into war against the old ones. But legends are legends. What are you prepared to believe? Long enough. Gut, das hatten wir, glaube ich, schon. Dann sind wir einmal durch. Ja, mit Ranglack, das hatten wir. Ich überlege, ob ich mir eventuell hier die Pyromantien hier gleich kaufe, jetzt wo wir schon unter die Pyromantösen gegangen sind. Zwei Knattern, ein Slot. Und das hat vier Knattern und zwei Slots. Ja, zwei Slots ist natürlich schon eine Menge. Das würde ich mir nicht gerne mitnehmen. Dann bräuchte ich ja noch einen dritten, weil ich würde schon gern zwei verschiedene Zauber drin haben. Aber Flammenschneise ist teurer. 9,5 habe ich gerade nicht. Ach, das ist natürlich nicht so schön. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne die Zauber nicht, ob die hier was taugen. Müssen wir eventuell mal... Gibt es denn hier noch irgendwelche Mobs, die man hier kurz farmen kann? Wahrscheinlich nicht, oder? Oder plöpp ich mal eben fix Seelen und hol mir dann ein Moped? Ich weiß es nicht. Schon hab ich 10.000, aber gut, ich meine, irgendwann müssen wir uns das ja sowieso kaufen für die Trophies. Das braucht wirklich halt zwei Slots. Ja, keine Ahnung. Ja, ich überlege halt noch, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich nehme das Ding mit. Kann ja nicht schaden, weil hier dieses, der Feuerball geht ja noch, aber dieses zweite Ding, ich weiß nicht, ich habe den Namen vergessen, Verbrennung oder so, taucht ja mal gar nichts. Das ist ja vor allen Dingen Nahkampfreichweite. So, 2000, dann brauchen wir noch zwei, ne? Dann müssten wir auf knapp über 10 kommen und damit können wir uns für 9,5 dann den Zauberspruch da holen. Also besser gesagt, die Pyromantie. So, dann lass mich doch mal hier die Flammendingsbumschneise kaufen. Ja, ich glaube, ich nehme die, mach mal fertig. Testen wir das Moped einfach mal aus. Gut, dann können wir das ja auch hier direkt mal an diesem Leuchtefeuer einstimmen, glaube ich. Oder geht das nur in Majula? Ne, das geht ja auch gut. Dann Zauber einstimmen. Wir nehmen dieses Dingsy komplett mal hier raus. Packen das hier in Slot 1 und packen in Slot 2 den lustigen kleinen Feuerball. Das andere Ding taucht ja irgendwie meiner Meinung nach gar nichts. Wenn ich im Nahkampf bin, kann ich... Ach Gott, oh Gott, die respawnen natürlich auch. Ach Mann, ey, jetzt kommen hier wieder die lustigen Bomber. Alter! Ui, das war knapp. Nein, Alter! Gott, oh Gott, jetzt habe ich das ganze Level am Arsch. Alter, was ist denn das für ein Kackleuchtfeuer? Wer hat sich das denn ausgedacht? Ihr gehört doch alle erschlagen. Unglaublich, ey. Ja, aber jetzt ist Ruhe im Puff. Ja, ich wollte eigentlich mal hier das Moped mal ausprobieren, aber die Mobs sind dafür irgendwie nicht so gut, habe ich so das Gefühl. Ja, doch, der sitzt da ganz brav rum, dann können wir mal ganz kurz testen. 719. Ja, das ist so ordentlich, würde ich sagen. Das ist nicht falsch. Vor allen Dingen, wir haben ja hier diesen Pyromantie-Moped-Handschuh auch noch nicht aufgewertet. Oh. Aber das Ding ist stationär. Okay, verstehe. Das wird halt nicht auf den Mob gecastet, sondern... Oh, jetzt muss ich aufpassen. Nicht, dass ich hier an dem Typ verrecke. Alter! Alter! Und ich sag's noch. Fuck, fuck. Ich muss weg. Stirb. Ui. Also zweimal Bomben überlebe ich ganz knapp. Oh Mann, ey. Das sind echt Drecksmobs. Unglaublich. Ja... Wie gesagt, wir können ja auch noch unseren Pyromantie-Handschuh aufwerten. Kommen wir das hier eigentlich auch bei dir? Nee, irgendwie nicht, ne? Ja, das geht dann wahrscheinlich wirklich nur bei Robobeth. In Majula. Dann müssen wir ja da mal ganz kurz gucken. Düsen wir direkt mal nach Majula. So, und dann gucken wir doch nochmal hier bei Rosabeth mit unseren ausgeliehenen Klamotten. Hello again. Was diese Steinchen kosten? 8000, drei Stück. Damit würde ich dann dreimal wahrscheinlich aufwerten können, aber was? Stärkt Pyromantienflamme? Ja, habe ich jetzt nicht. Ich habe ja nur 2,7. Also da müssen wir mal ein bisschen farmen gehen. Und
Ja, die Zauber sind ja auch nicht so toll. Ja, wie gesagt, Blitzschweiß, Eisenfleisch ist interessant, aber sehr situativ. Giftnebel ebenso. Und die anderen Zauber sehen jetzt nicht so nach bombastischen Knatterzaubersprüchen aus. Ich hätte lieber dieses aus dem ersten Teil, wenn es das gibt, dieses Feuersäulen-Ding-Machgerät, was um einen rum so Feuersäulen macht. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding heißt. Flame Pillars oder was weiß ich. So, jetzt packe ich auch mal den Leo-Ring rein, denn ich habe jetzt nämlich noch eine grandiose Idee. Wir porten uns nochmal zurück in dieses eisenbrennende Schloss. Und gucken da mal, was unsere Flamme macht und wie wir mit dem Ring spielen können. Dann können wir ja so ein bisschen rumtesten. Dann können wir hier nämlich mal unsere lustige Pyromantie-Flamme und den Leo-Ring und überhaupt einfach alles mal testen, wie das hier so funktioniert. So, dann kommt mal her, ihr Moped-Männer. Ich will euch wegknattern. Put, 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 put. Ah, da kommen sie schon. Natürlich wieder beide. So. Und 308. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so viel. Da hätte ich jetzt doch auf mehr gehofft. Ja, gut. Dann muss ich halt wirklich die Flamme jetzt mal alsbaldigst irgendwann aufwerten. Ja, wie gesagt, mit dem Counter-Attack muss ich natürlich auch nochmal schauen. Ja, gut, liebe Freunde, ich würde sagen, ich mache hier nochmal ein paar Feldversuche. Ich meine, das Gebiet haben wir uns ja schon angeguckt. Hier werde ich jetzt mal ein bisschen üben, ein bisschen fahren, ein bisschen Erfahrung sammeln. Und ja, wir machen dann ganz normal in der nächsten Folge weiter. Und ich berichte euch, was die ganzen Feldversuche und so weiter dann ergeben haben. So, resetten wir nochmal ganz kurz hier einmal das Level. Damit ich auch wieder voll bin. Ja, morgen 16 Uhr geht's ganz normal weiter und ich sage wie immer an dieser Stelle bis dahin.